damals in Ägypten. Und eben hatten wir technische Probleme mit unserer Leitung nach Essen und jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, ein Familienvater soll dort seine Tochter erschossen haben und seine Ehefrau verletzt. Seit gestern Abend wird er gesucht. Nachbarn hatten die Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Helene Noos steht auch heute Morgen noch immer unter Schock. Das Drama geschah gestern am frühen Abend direkt über ihrer Wohnung. Oben wurde geschossen, das haben wir dann doch gehört, dreimal. Ja, und dann mein Mann macht die Tür auf und da kommt ein Mann runter, der eigentlich hier schon das öfter mal gelaufen ist und der muss es gewesen sein. Nur Minuten nach der Tat wird die Ehefrau des flüchtigen 50-Jährigen ins Krankenhaus eingeliefert. Kollegen sind alarmiert worden, weil hier Schüsse gefallen sind. Die sind sofort in eine Wohnung gegangen, in ein Mehrfamilienhaus und haben dort zwei junge Frauen gefunden, beziehungsweise die Mutter und eine Tochter, die offensichtlich niedergeschossen auf dem Boden lagen. Für die Tochter kam jede Hilfe zu spät. Die Polizisten hatten versucht, die 19-Jährige zu reanimieren. Sie starb aber noch in der Wohnung. Das Motiv für die Tat ist immer noch unklar. Der flüchtige Verdächtige ist der Polizei aber bereits bekannt. Die Ordnungshüter hatten dem türkischstämmigen Familienvater hier mit seiner Frau gerade erst Hausverbot erteilt. Wir hatten Gewalt in der Familie, weshalb die Kollegen wenige Tage vorher noch da waren und den Mann auch aus der Wohnung verweisen mussten. Dieses Eiscafé in Essen-Frohnhausen betreibt der 50-Jährige. Bis kurz vor der Tat soll er noch hier gewesen sein. Mit seinem Geschäft hatte der Mann finanzielle Probleme, das berichten Nachbarn. Früher hatten seine Frau und seine Tochter immer wieder ausgeholfen, aber vor gut zwei Jahren hatte sich die Ehefrau von ihrem Mann getrennt. Nur ein paar Straßen weiter eröffnet die 37-Jährige ein Büro für psychologische Gutachten. Murat Şahin, ein Bekannter der Familie, weiß, damit wollte die selbstbewusste Frau wieder auf eigenen Beinen stehen. Die Frau war sehr stark, eine Frau. Die hat hier gekommen, die Ecke, eigene Laden aufgemacht und wollte alleine kämpfen, wieder schaffen. Ich weiß nicht, warum passiert diese Sache. Ich bin auch wie sie. Schock jetzt. Die Frau schwebt immer noch in Lebensgefahr. Ihr Mann wurde nach der Tat zunächst in diesem Kulturzentrum vermutet. Nach einer Razzia der Polizei bestätigte sich das jedoch nicht. Die Fahndung läuft weiter auf Hochtouren. Wir haben die ganze Nacht durchsucht. Und auch heute mit Beginn des Tages sind entsprechende Bilder an die Kollegen verteilt worden, sodass jeder weiß, wie der Gesuchte aussieht. Und wir hoffen einfach, dass wir Hinweise bekommen. Die Ermittler raten zur Vorsicht. Sie gehen davon aus, dass der verdächtige Familienvater immer noch bewaffnet ist. Für Familie, Freunde und Nachbarn bleibt nur die Trauer und die Fassungslosigkeit. Jetzt gibt's